Hi, here at the beginning of DCI Advanced Level 3. Hallo, hier am Anfang von DCI Advanced Level 3 wollte ich euch eine kleine Vorstellung davon geben, was ihr erwarten könnt. Denn es ist ein sehr ungewöhnliches Level. Es ist wirklich ein fortgeschrittenes Level. Ich würde auf keinen Fall dieses Level jemandem empfehlen, der noch nie bei einem DCI-Level war. Ich meine, es braucht eine Menge, du wirst dich eindenken müssen, um in dieses Level zu kommen. Lass mich also beschreiben, wie man am besten vorgeht, um dich in diesen Level einzustimmen oder dich auf dieses Level zu bringen. Und das, indem ich euch die Geschichte des Levels erzähle. Also in den letzten 10 Jahren oder so, 7 Jahren, haben wir eine Anstrengung unternommen. Natürlich seit 35 Jahren haben wir versucht, die alten Bücher Asiens zu retten. Wir haben meiner Meinung nach 200.000 wichtige Bücher, die gerettet werden sollten. Wir haben ungefähr nun, sagen wir bis zum heutigen Tag, 35 Jahre gebraucht, um nur die Namen dieser Bücher herauszufinden. Und wo diese Bücher zu finden sind. Nur zum Vergleich, ich glaube, die westlichen Klassiker der klassischen Bibliothek der Harvard-Universität hat etwa knapp über 500 griechische und lateinische Bücher. Und hier in Asien sprechen wir von über 300.000 Büchern. Und natürlich, wie ihr wahrscheinlich wisst, haben wir ein Team von Leuten, die diese Bücher retten und sie finden. Wir haben ein anderes Team von Leuten, das sie fotografiert und digitale Kopien herstellt. Wir haben ein anderes Team von Leuten, das diese Informationen eine durchsuchbare Computerform bringt. Wir haben andere Leute, die diese digitalen Dateien in einen durchsuchbaren Datenbank katalogisieren und organisieren. Und diese Datenbank wird dann kostenlos ins Internet gestellt. Und es hat 10 bis 15 Millionen Dollar über 35 Jahre gekostet. Und viele tausend Stunden Arbeit, um diese unglaubliche Ressource zu schaffen. Und dann haben wir ein Team von etwa 12 Übersetzer antiker Literatur ausgebildet. Die Leute fragen mich, warum bildet ihr nicht mehr Leute aus? Nun, ich sage, es dauert ungefähr 15 Jahre, um eine Person auszubilden. Und der Versuch, 12 gleichzeitig auszubilden, ist sehr ehrgeizig. Und wir arbeiten sehr, sehr hart daran, es zu schaffen. Und mit dem aktuellen Team von antiken Übersetzern haben wir 7 Jahre damit verbracht, 12 der großen Klassiker durchzuarbeiten, aus verschiedenen Jahrhunderten der Vergangenheit. Und so die Art und Weise, wie DCI Global Levels funktionieren, sieht so aus, dass jedes Jahr wir einen Blick auf die neue Übersetzung werfen, die aus dem Team für alte Übersetzungen kommt. Wir wählen eine der Übersetzungen aus, die verwendet werden kann, um ein Handbuch oder ein Level zu erstellen, die den Menschen helfen werden, erfolgreich zu sein, sowohl in ihrem Geschäftsleben wie auch zu Hause. Jedes Jahr, wenn es an der Zeit ist, das Thema für die nächsten DCI-Level zu wählen, sehen wir uns die Bücher an, die mit der Übersetzung fertig sind. Nochmals, es dauert 7 bis 10 Jahre, um jedes Buch fertigzustellen. Das Buch, das wir letztes Jahr fertiggestellt haben, war ein Buch, das etwa 300 bis 400 Jahre alt ist, welche die verschiedenen Glaubenssatzsysteme in der Welt hervorhebt. Man kann über verschiedene Arten politischer Systeme nachdenken. Man kann über verschiedene Wirtschaftssysteme nachdenken oder über verschiedene philosophische Systeme oder religiöse Systeme. Aber dies ist ein Buch, ein sehr faszinierendes Buch über den Vergleich verschiedener Systeme.
Und es ist sehr fesselnd, dass wenn sie verschiedene Systeme in der Welt vergleichen, dass sie Systeme gewählt haben, die es gar nicht mehr gibt. Sie diskutieren über Glaubenssatzsysteme, die vor 2000 Jahren existierten. Fast alle von ihnen sind verschwunden. Deswegen wird es eine Studie über die typischen Glaubenssatzsysteme bzw. Weltanschauungen, verschiedene Arten von Überzeugungen der Menschen sein. Eine Studie über Glaubenssatzsysteme wird zu einer Studie darüber, wie Menschen Dinge glauben. Und das wird zu einer Studie darüber, wie Menschen tief im Inneren denken. Warum entscheiden sich Menschen, an bestimmte Dinge zu glauben? Und warum glauben sie nicht an andere Dinge? Und weißt du, wir alle erben Glaubenssatzsysteme von unseren Eltern, von unserer Schule, von unserem Land, als Kinder. Und dann, wenn wir durchs Leben gehen, denke ich, dass jeder von uns diese Überzeugungen verändert, sodass sie mehr Sinn machen, sodass sie kohärenter sind. Also jeder Mensch auf diesem Planeten lernt im Laufe seines Lebens immer mehr. Sie sind mehr Ideen ausgesetzt, sie kommen mit mehr Menschen in Kontakt und sie beginnen, das Glaubenssatzsystem in ihrem Herzen zu perfektionieren. Ein 70 Jahre alter Mann hatte ein anderes. Das Glaubenssatzsystem, das ein 70-jähriger Mann hat, ist anders als das Glaubenssatzsystem, das er geerbt hat, als er 20 war. Er hatte schon 50 Jahre, um seine Überzeugungen zu überprüfen, um die Überzeugungen anderer Leute zu betrachten und um, du weißt schon, Verbesserungen in seinem Glaubenssystem vorzunehmen. Was meinen wir damit, wenn wir sagen, eine Verbesserung in deinem Glaubenssatzsystem? Wenn du jung bist, widersprechen sich einige der Überzeugungen, die du hast, mit anderen, die du hast. Und es gibt einen inneren Konflikt in deinem Herzen. Und du bist dir dessen vielleicht bewusst oder vielleicht bist du dir dessen nicht bewusst. Aber während du durch das Leben gehst, wenn du ethische Entscheidungen treffen musst, wenn du Lebensentscheidungen treffen musst, findest du heraus, dass die Überzeugungen, die du in deinem Herzen trägst, einige von ihnen in Konflikt miteinander stehen. Und dann schwitzt man eine Zeit lang und du verbesserst deine Glaubenssatzsysteme. Man verändert sie, sodass sie kohärenter zusammenpassen. Und die Menschen, die sensibler für die Glaubenssatzsysteme tief in ihrem Inneren sind, diese Menschen, denen eine Technik gegeben wird, mit der diese Glaubenssatzsysteme besser zusammenpassen, diese Menschen sind erfolgreicher und viel, viel glücklicher und mehr im Frieden mit sich selbst. Also das ganze Ziel von DCI Advanced Level 3, das aus einem wichtigen klassischen Buch hervorgegangen ist, was 300 Jahre alt ist, das sich auf die Bücher von vor 2500 Jahren bezieht. Und nebenbei bemerkt, wir haben diese Originalbücher in das Buch gelegt. Was in dem fortgeschrittenen Level 3 passieren wird, ist, dass wir dir nicht sagen, was deine Glaubenssatzsysteme sein sollten. Wir sagen nicht, seht her, hier ist ein neuer Satz von Glaubenssätzen und wir schlagen vor, dass du diese Überzeugung akzeptierst und die Überzeugung änderst, mit denen du aufgewachsen bist. Das ist nicht das Ziel von DCI Advanced Level 3. Was passiert in einem Menschen, wenn man länger und länger lebt, ist, dass die Glaubenssatzsysteme, mit denen man aufgewachsen ist, sich gegenseitig widersprechen. Und manche Überzeugungen, ich weiß nicht, uns allen wird beigebracht, das Leben zu respektieren. Jeder einzelne Mensch wird von seiner Gesellschaft gelehrt, nicht zu töten und andere Lebewesen nicht zu verletzen. Und zur gleichen Zeit, wo ich aufgewachsen bin, wurde uns beigebracht, Tiere zu töten. Mein Vater hat mir beigebracht, Tiere zu erschießen.
so hast du dieses Glaubenssatzsystem, das besagt, dass jeder das Recht auf Leben und Glück hat. Und auf der anderen Seite ist es in Ordnung, bestimmte Menschen oder bestimmte Wesen zu töten. Und dann jedes menschliche Wesen, während wir durch unser Leben gehen, fangen wir an, diese zu bemerken, diese Zusammenstöße oder diese Widersprüche in den Überzeugungen, mit denen wir aufgewachsen sind. Und dann, um ein integriertes menschliches Wesen zu sein, eine Person zu sein, die mit ihrem eigenen Herzen im Reinen ist, müssen wir Entscheidungen treffen. Wir müssen schwierige Entscheidungen treffen darüber, was wir glauben werden. Und deshalb ist das Ziel von DCI Advanced Level 3 sehr sexy. Wir sagen dir nicht, was du glauben sollst. Das überlassen wir dir. Wir geben dir nur 9 verschiedene Techniken, um zu überprüfen, was du glaubst, und es zu bewerten in deinem Inneren. Passen dir deine Überzeugungen zueinander und geben deine Überzeugungen einen Sinn? Weil, wenn man das Leben lebt mit unterschiedlichen Überzeugungen, die aufeinanderprallen, und in deinem Herzen du einen Glauben hältst, der einen anderen Glauben widerspricht, den du in dir trägst, dann kannst du so nicht glücklich sein und du kannst nicht produktiv sein und du kannst nicht erfolgreich sein. Wenn du ein Leben führst, das keinen Sinn macht, selbst für dich, dann gibt es keine Möglichkeit, dass du erfolgreich und glücklich bist. Was wir also tun in DCI Advanced Level 3 ist, dir einige Werkzeuge zu geben, die du für dich selbst benutzen kannst. Und du wirst deine eigene Untersuchung deines eigenen Herzens durchführen. Und du wirst lernen, zu erkennen, was deine Überzeugungen sind. Und dann wirst du einige Grundregeln lernen, um sicherzustellen, dass deine Überzeugungen integriert sind, dass sie zueinander passen und dass keine der Überzeugungen, die du hast, im Widerspruch zu anderen Überzeugungen steht, die du hast. Das bedeutet, dass du schizophren bist. Was bedeutet, dass du eine gespaltene Persönlichkeit hast? Einige deiner Überzeugungen sind richtig und ein Teil von euch glaubt, dass das Gegenteil richtig ist. Und wir werden die Teile deines inneren Lebens identifizieren, die keinen Sinn machen. Wir werden dir die Werkzeuge geben, um selbst einen Sinn zu finden. Und noch einmal, dieses ganze Level ist eine Selbstuntersuchung und du bist der Boss deiner eigenen Prüfung. Wir geben dir nur die Werkzeuge. Ich weiß nicht, meine Frau, wir waren gestern für sie ein besonderes Röntgenbild von ihrem Knie machen. Und ich fühle mich wie, DCI Advanced Level 3 ist eine Art spezielles Röntgenbild, dass du ein Röntgenbild auf deine eigenen Überzeugungen werfen kannst. Du machst das Röntgenbild selbst. Du bist der Arzt. Du bist der Techniker. Du bemerkst Probleme in deinem eigenen inneren Röntgenbild deiner Überzeugungen. Und natürlich, schau, jeder Mensch mit etwas Verstand wird bemerken, wenn es einen Zusammenstoß gibt mit dem eigenen Glaubenssatzsystem. Und jeder Mensch auf der Welt kann mit sich selbst sprechen und sagen, schau, du glaubst das, aber du glaubst auch dies und sie passen nicht zueinander. Kannst du jetzt einfach herausfinden? Denn um mit diesen internen Diskrepanz zu leben, zwischen dem, was du glaubst, dass du nicht töten solltest, aber es ist okay zu töten, wenn man hungrig ist, dann macht das keinen Sinn. Du musst an deinem eigenen Herzen arbeiten. Du musst deine eigenen Überzeugungen selbst röntgen. Und dann natürlich, jede Person mit einem Gehirn, jeder Mensch mit Intelligenz und mit, du weißt schon, gutem Humor, wirst du sagen, oh gee, das wusste ich nicht. Ich glaube an widersprüchliche Dinge. Und wirklich, mein Leben würde besser sein und mein Leben würde mehr Sinn machen. Und ich wäre erfolgreicher sein, wenn ich diese Überzeugung integrieren könnte.
und zu einem Glaubenssatzsystem kommen, mit dem ich glücklich bin, mit dem ich mein Leben leben kann. Nochmal, DCI Advanced Level 3, wir sagen dir nicht, was du glauben sollst, wir sagen dir nur, wie du überprüfen könntest, was du glaubst und wie du sicherstellen kannst, dass alles gut passt. Und dann kannst du weitermachen und ein erfolgreiches Leben leben. Na dann, wir sehen uns in Advanced Level 3.